Hast du das Lil falsch rum, Claudia? Du hast es falsch rum. Ich habe es falsch rum. Ich weiß nicht, wer von uns hat es falsch rum? Lieber Chat, könnt ihr uns helfen? Wer von uns hat das L falsch rum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das ist aber auch so blöd mit diesen Kameraeinstellungen. Aber wir können, guck mal, wir können so ein Herz machen jetzt. Oh, jetzt hier so ein Herz, ja. So. So, oh, so. Ja, ja, warte so mal. Ich ungefähr. Ich habe hier die Finger in der falschen Ecke. So, da, jetzt. So, jetzt. Es zu zweit ist es aber auch ein bisschen schwer irgendwie, Claudia. Ja, ich finde auch, es ist so ruhig. Irgendwas fehlt? Irgendwer fehlt. Irgendwer fehlt. Wir vermissen den Lambert heute. Ja. Aber dafür ist ja der Chat da. Hallo Chat. Genau, hallo Chat. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe das L falsch rum gemacht. Das hier war falsch rum. Das war, das, meins war richtig. Ein Glück. Guck mal. Passt schon. Erster Downer, Henning macht das L falsch rum. Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen zum Forschungsstrom. Zu zweit. Heute leider ohne Lambert, aber dafür mit. Ja. Genau. Wir hatten uns ganz kurz überlegt, hier so eine Dramaszene abzuziehen, wie wir haben uns von Lambert getrennt. So. Aber wir lassen es jetzt. Die schauspielerischen Qualitäten reichen wahrscheinlich auch nicht aus bei uns. Nein, ich glaube auch nicht. Er kommt wieder. Lambert kommt wieder. Kurze Pause und dann ist er wieder da. Ja, das ist unser allererstes Mal. Das Format war was. Genau, wir haben ja verschiedene Formate. Wir sind ja so ein bisschen in Struktur geil und dann aber doch so chaotisch, dass was man wahrscheinlich von außen gar nicht merkt, wenn wir irgendwie ein bestimmtes Format gemacht hätten. Aber heute ist wahr was, nicht wahr? Genau, heute ist wahr was. Und mir ist aufgefallen, wir haben wahr was hatten wir noch nie gemacht und Bibliotheksschnack haben wir noch nie gemacht. Ich muss mal mit Lambert reden. Also Lambert, ja. Ich muss mal so eine Runde so über Bibliotheken reden. Genau, und dann dachte ich mir so, war was? Und ich habe mir die Beschreibung nochmal durchgelesen. Henning, hast du dir die Beschreibung von war was durchgelesen? Ich habe mir die Beschreibung zumindest auf unserer Webseite durchgelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir noch was Ausführlicheres hatten in unseren internen Dokumenten, aber eigentlich Nein. stand da ja nur sowas drin wie Wochenrückblick auf das, was letzte Woche passiert ist. Ja. Und so, mehr war es ja eigentlich gar nicht, ich oder? Ich zitiere mal gerade hier aus dem unserer Formate. War was? Der Forschungsstrom mit Spiel am Anfang. So, Henning, und ich weiß ja nicht, ob du dich daran Folge 15 erinnerst. Ach nee, Claudia, Mist. Mach das nicht. Da steht mit Spiel am Anfang. Warte, ich überprüfe das eben hier. Man muss ja mal einen Faktencheck machen. Stimmt. Forschungsstrom mit Spiel am Anfang. Mist, das habe ich überlesen. Hast du das auf der Webseite gerade geändert, Claudia? Nein. Das ist ja nämlich so der eigentliche Trick. Wenn du irgendwie einen Quatsch erzählen willst, noch schnell in die Wikipedia gehen, den Artikel anpassen, insbesondere wenn du Sichtungsrecht auf deinem Account hast, und dann stimmt auf einmal alles, was du behauptet hast. Ja, so kann man das machen, aber ihr könnt auf den Webarchiv nachschauen. Ich denke, da dürfte es archiviert sein. Nein, das war schon so. So, und erinnert dich denn der Chat noch an Folge 15? Ist ja erst, ich weiß nicht, so anderthalb Jahre her. Stimmt, da haben wir auch mal Spiele gemacht. Genau, da hast du ein Spiel mit uns gemacht, mit Lambert und mir. Und das war, es gibt kein Weiter. Ja, ich erinnere mich. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, um nicht zu sagen Angst, was jetzt passieren könnte. Nein, ich bin sehr nett. Also es kommen keine fiesen Fragen. Der Chat erinnert sich an alles. Das ist jetzt schlecht. Ich weiß, es war aber auch noch gefragt worden, warum wir Lambert vielleicht auch ausgesperrt haben, ob wir ihn in den Keller gesperrt haben. Nee, ich habe keinen Keller. Also wenn, dann müsste es ja nicht. Bei mir im Keller habe ich eben nur das Fahrrad eingesperrt, aber Lambert habe ich da nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Alles gut, ich glaube, man hat ihn auch auf Twitter gesichtet. Also okay, dann geht's. Ist noch da, genau. Ja. Nein, genau, also wir quatschen heute eigentlich nur so ein bisschen hin und her. Dass der Chat ein Elefant ist. Oh, coole Idee. Weil er sich ja das erinnert, ja. Ja, genau, aber deswegen... muss ich jetzt Angst haben, Claudia? Ich habe Angst, dass du jetzt ein Spiel vorbereitet hast. Ja, ich habe ein Spiel vorbereitet. Ach, toll. Aber es ist nur ein ganz kurz, ich glaube, es dauert nur eine Minute. Hallo. Okay. In eine Minute und es heißt natürlich eigentlich, es gibt kein Weiter. Okay. Also wir spielen, es gibt kein Weiter. Erinnert sich der Chat noch, wie das ging? Das war A oder B und dann muss ganz schnell geantwortet werden und dann geht es zum nächsten und dann wieder A oder B. Und dann muss man sich ganz schnell entscheiden. Also es ist quasi dies oder das, heißt das, glaube ich, oder? Ich kenne das A oder B, aber gut.
Achso, bei mir heißt es immer dies oder das, das Spiel. Aber ich weiß noch, dass du es damals, es gibt kein Weiter genannt hat, weil wir den Stream so genannt haben und man konnte ja nicht weiter sagen. Also da darfst keine Frage aussetzen, du musst dich entscheiden. Ja. Und ich habe versucht, keine total fiesen Fragen zu machen. Obwohl ich das damals, wie JP Thiele zu Recht anmerkt, schon eingebaut hatte. Absolut, ich habe eine fiese Frage, das gebe ich zu. Okay, aber ich habe kein Weiter. Du hast kein Weiter, das stimmt. Okay. Genau, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles mitschreiben kann, was da so als Ergebnis rauskommt, aber wir haben ja den Mitschnitt, wenn was, ja. Wenn was ist. Von daher, bist du dazu bereit, mir schnell auf, ich habe keine Ahnung, wie viele Fragen das sind, zu antworten. Ja, ich bin bereit. Bist du dazu bereit? Okay, warte, dann schiebe ich dich mal hier zur Seite. Mhm. Ich schiebe dich mal zur Seite und schieb mal hier die Fragen hin. So. Ja. Gut. Schoko oder Vanille? Schoko. Office oder Homeoffice? Homeoffice. TikTok oder Instagram? Instagram. Zombie-Apokalypse oder Alien-Invasion? Zombie-Apokalypse. Marie Curie oder Emmy Noether? Emmy Noether. Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft? Naturwissenschaft. Museum oder Konzert? Konzert. Die rote oder die blaue Pille? Die blaue. Herr der Ringe oder Harry Potter? Harry Potter. XKCD 927 oder 386? Mist, ich weiß nicht, was 927 ist auswendig. Dann lieber 386, da bin ich auf der sicheren Seite. Alles klar. Underdressed oder overdressed? Underdressed. Science Slam oder Poster Session? Science Slam. Crushed Eis oder Eiswürfel? Crushed Eis. Mathematik oder Informatik? Mathe. Hund oder Katze? Katze. Open oder Closed Access? Closed. Was? Lego oder Playmobil? Lego. Forum Wissenschaftskommunikation oder Chaos Communication Kongress? Forum Wissenschaftskommunikation. Singen oder tanzen? Tanzen. Strategie oder Shooter? Shooter. Drosten oder Zizek? Zizek. Twitch oder YouTube? Twitch natürlich. Tee oder Kaffee? Kaffee. Ozonloch oder Klimawandel? Klimawandel. Fußball oder Formel 1? Fußball. Pressemitteilung oder Twitter-Thread? Twitter-Thread. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Eckart von Hirschhausen oder Ranga Yogeshwar? Eckart von Hirschhausen. Bällebad genießen oder farblich sortieren? Genießen. Lambert oder Claudia? Claudia. Okay. Das war die gemeine Abschlussfrage. Das war die gemeine Frage. Ja, sehr gemein, ja. Gut. Aber du hast dich entschieden. Dabei hättest du, der Joker war, dass du bei der letzten Frage ja gar nicht weitermachen musst. Stimmt, dann hätte ich einfach schweigen können, bis nach 2 Stunden der Stream sich einstellt, weil kein Audiosignal mehr kommt, ja. genau, ja. So, jetzt willst du natürlich noch wissen, ne? Hier, genau, die XKCD. Es wird schon, das 927 war Standards, okay. Das war mein Favorite XKCD und der 386 war ja dein Favorite, genau. XKCD. Duty Calls, genau. Wer unsere About-Page jemals gelesen hat, wird das wissen. Und welches ist das, der Lieblings-XKCD von Lambert? Das habe ich nicht nachgeguckt, das steht bestimmt auf seiner About-Seite. Ja, das tut's. 2293. Oder? Das müsste der Chat auch mal rausfinden, was das ist. Ich habe es nicht recherchiert. Genau, was ist 2293? Das haben wir sogar schon mal ausführlich hier diskutiert. Ja, aber erstmal vielen Dank für dieses schöne Spiel. Ich habe mich jetzt erstaunlicherweise nicht so gestresst gefühlt, aber es ist schon schwer. Also sowas wie Zizek oder Drosten ist natürlich schwer. Mhm. Ozonloch oder Klimawandel? Warum Klimawandel? Ne, ich habe das jetzt eher unter so einer Kommunikationsaspekt gesehen und habe dann gedacht, ja, Ozonloch ist eigentlich ja in meiner Wahrnehmung größtenteils gegessen, das Problem, weil da irgendwie die Leute ja auch auf die Kommunikation gehört haben. Ne? Da wurden dann irgendwie die FCKW wurden verboten, die Kühlschränke wurden umdesignt. Und das zeigt ja irgendwie, dass auch die Menschheit, so ein Menschheitsproblem auch irgendwie kommunikativ zunächst und dann aber auch irgendwie durch
ja, Änderungen an Lebensweisen und Techniken irgendwie angehen kann. Das stimmt. Und da habe ich jetzt gedacht, so, dass beim Klimawandel, da haben wir sowohl kommunikativ als auch was der Umstellung der Lebensweise angeht, noch viel zu tun. Und deswegen, gerade als jemand, der sich auch bei den Scientists for Future engagiert, habe ich gedacht, ja, gut, okay. Ist da noch mehr zu tun, ja. Aber das, ich will nicht behaupten, dass in der Kürze der Zeit all das in meinem Hirn wirklich sich manifestiert hat. Er hat Close Gedanke, Access gesagt. Ja, also an der Stelle habe ich gedacht, da provoziere ich dich jetzt. Das dachte ich mir schon. Ja, ja. Gut, aber ansonsten alles sehr schnell beantwortet. Alles richtig beantwortet. Ja. Also ich glaube, richtig gibt es da ja nicht so wirklich. Also bei Zombie-Apokalypse oder Alien-Invasion hätte ich definitiv die Aliens genommen, aber das ist so eine Präferenzfrage, wie man lieber stirbt, glaube ich. Tja, Es ist ja hier im Haushalt ist jetzt das Minecraft-Fieber ausgebrochen bei gewissen Familienmitgliedern. Und deswegen irgendwie habe ich jetzt seit kurzem auch habe ich viel mit Zombies zu tun. Du spielst jetzt auch Minecraft? Also, ich sag mal so, ich begleite gewisse NachwuchsspielerInnen. Okay. Ja, auf ihren Minecraft-Abenteuern und muss das natürlich auch in dem Sinne selber kennenlernen. Und deswegen, da an dem Punkt habe ich irgendwie gedacht, Zombies sind schon irgendwie. Stimmt, habe ich gerade mehr Bezugspunkte zu. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber bist du hier, ich verfolge ja leider nicht alle deine Spiel-Streams. Bist du auch bei Minecraft noch aktiv? Oder? Selten in Streams, ab und an mal in Streams, aber mehr privat, weil wir da auf unserem Gamebrarians Bibliotheks Menschen Server so privat rumspielen. Ich war erst am Dienstag, war ich erkunden in einer tiefen Höhle und bin sehr viel durch die Gegend geschwommen. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt meine ersten Gehversuche erst gemacht mit Minecraft, aber ich kann auch empfehlen, wenn man irgendwie 10 Tage in Isolation ist mit Kindern, die zwar auch isoliert sein sollen, aber sich überhaupt nicht krank fühlen, dann war das irgendwie ein Ausweg, insbesondere Kinder, die mit unterschiedlichen Corona-Positiv-Stati in 2 verschiedenen Zimmern getrennt waren, war das irgendwie ganz gut, trotzdem was zusammenzuspielen. Ja, sehr cool. Okay, also dafür lohnt es sich doch. Ne? Und wenn man diesen Worten glauben darf, Lego in digital. Ja, das, genau. Es gibt auch, ich hatte ja mal vorgestellt, ne, hier Forschung zum Thema Minecraft-Mods. Ja, genau. Wie viele Mods es gibt und sowas. Und ich glaube, da gibt es auch einen Lego-Mod. Also dann sieht dann die ganze Minecraft-Welt tatsächlich in Lego-Optik, also mit den Lüpseln und so Klemmbausteinen-Optik aus. Ich kann mich auch noch erinnern, dass irgendwann Studierende der Technischen Uni Braunschweig mal irgendwie das Hauptgebäude der Uni Braunschweig in Minecraft nachgebaut hatten und ich weiß gar nicht, ob die Uni das damals als PR-Coup so umarmt hatte. Auf jeden Fall fand ich das irgendwie großartig. Ja, das ist ja richtig cool. Bei uns, wir machen nur so kleine Projekte wie Saurons Turm oder so. Ja. Irgendjemand hat hier, wie heißt die Zwergenstadt, nachgebaut. Also wir haben auch so kleine Projekte, aber wir sind nicht so wissenschaftlich unterwegs. Ich merke aber, Claudia, wenn der Lambert nicht da ist, man hat nicht so richtig Zeit zum Entspannen, weil ich meine, ansonsten ist es so immer, wenn man zu dritt ist, einer, weiß nicht, entwickelt gerade einen Gedanken oder schnackt gerade sowas und dann fühlt man sich nicht aber unbedingt in der Notwendigkeit, jetzt sofort immer was zu antworten oder rein zu erzählen, sondern man kann auch mal die anderen beiden machen lassen, sich selber gerade mal kurz entspannen. Das stimmt. Oder was recherchieren. Oder nee, nochmal, genau, heimlich XKCDs nachgucken, die man nicht auswendig kann. Ja, aber ja. Das ist heute hier zack, zack, zack. Ja, aber wir können ja mal den Leuten, dem Chef was zu tun geben. Also ja. Ihr kennt das Spiel ja. Aber das Ding ist, wir machen ja heute war was. Also wir reden heute so ein bisschen lockerer hin und her. Ich habe 2 kleine Themenblöcke mitgebracht. Ich habe einen Themenblock mitgebracht, der vielleicht ein bisschen größer ist. Okay. Also dann vielleicht, also Ich würde mal sagen, ihr müsst entscheiden zwischen Claudia 1, Claudia 2 und Henning. So, und das müsst ihr jetzt sortieren. Bringt das mal in eine Reihenfolge. In eine zeitliche Reihenfolge, in eine Downer-Reihenfolge oder in eine Meme-Reihenfolge. In was für eine Reihenfolge? Also ich habe schon, also eins davon ist schon Downer. Ach, du hast einen Downer mitgebracht? Mhm. Guck mal, es gibt hier, ja, gibt hier mehrere Vorschläge, Claudia, Henning, Claudia. Aber welche Claudia denn zuerst? 1 oder 2? Ja, Claudia 2 zuerst wird hier gebeten. Ja, guck mal hier, da auch nochmal, Claudia 2, dann Henning, dann Claudia 1, ja.
Und es gibt eine Forderung, dass wir über Wurstastronomie reden sollen. Oh, da habe ich jetzt nichts zu vorbereitet, aber da kann man vielleicht einen spontanen, geistreichen Vortrag drüber halten, ohne Sinn und Wissenschaft. Um die Anspielung zu verdeutlichen, es gab einen Astronomen, der im James-Webb-Teleskop irgendwie Konsortium mit engagiert ist und der also sich einen Scherz erlaubt hatte und auf Twitter ein Foto online gestellt hatte und gesagt, hier das neueste, super aufgelöste Bild von James Webb. Und de facto war es irgendwie eine Wurst. Und da sind Leute drauf reingefallen und da haben dann Medien was zugeschrieben. Und er dachte, es wäre so offensichtlich, dass man ihm das ja wohl auffällt, dass das eine Wurst ist. Und da haben sich Leute dann veräppelt gefühlt und so. Aha, dieser Skandal ist an mir vorbeigegangen. Also das passt doch perfekt zu Wahrheit. Wenn Wahre. Du mal 2 Stunden nicht auf Twitter bist, Claudia. Ja, wirklich. Und arbeite. Tja. Im Moment kommen hier die Hausarbeiten und die Klausuren reingeflogen. Ich hätte gerne den Downer zuerst. Ich glaube, den Wunsch kann ich nachvollziehen. Ja, tatsächlich bin ich bei MINT.CORRECT ordentlich hinterher. Ich habe dazu tatsächlich dank Arbeit eigentlich kaum noch Zeit. Also. Ja, aber dann, Claudia, hörst du zu langsam. Also ich höre MINT.CORRECT auf 1,8-fach und das. Ja, also ich höre die meisten Podcasts also auch so schnell, aber ich bin nicht so viel. Ich bin jetzt ja komplett im Homeoffice, weil ja keine Vorlesungen mehr sind. Das heißt, ich fahre keine Bahn mehr. Das heißt, ich habe gar keine Zeit zum Hören. Und neben dem Arbeiten hören funktioniert bei mir nicht. Nachts bin da bestimmt während des Schlafs. Ja, genau. Nein. Ein bisschen Ruhe hätte ich gern auch noch. Nein, ich selektiere im Moment sehr, was ich mir anhöre und angucken kann, weil ich einfach so viel zu tun habe. Und dann ist es leider so, dass MINT.CORRECT da nicht ganz oben auf der Liste steht. Ja, genau, ich mache ja selber so einen Podcast. Aber übrigens ist es total weird, wenn mich Leute auf schneller hören. Das, ja? Ich finde es ganz komisch. Klingt doch grausig. Och. Ich glaube, das Klima höre ich, glaube ich, so auf, weiß ich nicht, 1,3-fach oder so. Das ist schon okay. Das geht noch. Ja. Apropos Podcast, darf ich hier gerade nochmal einen Werbeblock streuen? Natürlich der Werbeblock für das Klima.fm, der Klimapodcast, der immer montags erscheint mit Claudia und Florian. Aber was es auch noch gibt, insbesondere für PodcasterInnen, Claudia, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, Samstag in 9 Tagen gibt es ein Barcamp am Samstag, den 20. Vielleicht kann der Chat mal von der Wispod-Seite mal die Ankündigung raussuchen, wispod.de oder wissenschaftspodcast.de, da gibt es einen Blog, da ist ein Blog-Eintrag, eine Ankündigung für Samstag, den 20., da ist ein Barcamp zum Thema Wissenschaftspodcasts und da können alle Interessierten, die irgendwo Wissenschaftspodcasts machen oder auch sonst wieder daran interessiert sind, vielleicht auch überlegen, das mal einen zu starten, egal ob jetzt Forschende oder Leute, die einfach nur forschungsinteressiert sind, sich treffen und austauschen, ist ganz komplett offen, wie mit dem Barcamp, wo am Anfang Themen gepitcht werden und da trifft man sich auf irgendeinem Big Blue Button Server und der Bernd vom Wirkstoffradio er hat das angeleiert und moderiert das und dann kann man sich da allgemein zu welchen Themen zum Wissenschaftspodcast auch immer austauschen. Und ja, sich da, wenn man schon von Montag bis Freitag die Videokonferenzen hatte, kann man Samstag gleich noch hinten dranhängen. Ja, wow. Das ist nur der erste Samstag seit Ewigkeiten, den ich tatsächlich so in Gänze mal was zu tun habe. Also da kann ich leider nicht. Aber das klingt echt spannend. Ich habe den Link auch mal reingepostet. Super. Ich habe es noch geschafft, nebenbei zu recherchieren. Aber du hast recht, es ist schwierig. Stressig, ne? Ja. Lambert, wir brauchen dich. Ja, Lambert, wir vermissen dich sehr. Gut, willst du mit deinem ersten, nee, mit deinem zweiten, Entschuldigung, Thema? Also ich kann mit dem zweiten Thema anfangen, aber ich finde ehrlich gesagt, dass mit dem Downer anfangen gar nicht so verkehrt. Das wäre dann das erste Thema? Ja, also ist das auch recht kurz. Also es ist eigentlich auch gar nicht so ein Riesenthema, sondern also ich wollte wenigstens mal, wenn wir schon hier sind und zusammensitzen, wenigstens mal darüber reden, was da draußen gerade bei uns passiert, ne? Also Klima, Corona, Ukraine, über welche Katastrophe redest du? Ja, such dir eine aus. nein, also tatsächlich geht es mir in dem Fall, so ist mir jetzt das Fenster suchen, geht es bei mir in dem Fall um das Thema Dürre, also Klima. Also ich glaube, das haben wir alle irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm, oder?
Ja, die Downer werden nicht weniger hier, was Klima angeht. Absolut nicht. Und ich habe jetzt nicht groß irgendwie das dazu vorbereitet, was ich erzählen will. Ich wollte nur mal ganz kurz ein bisschen teilen, was ich mir dazu die letzte Zeit angeguckt habe, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht mag ja noch jemand ein bisschen was dazu lesen, darüber lesen und nicht nur die kurzen plakativen Fotos sehen. Also ich meine, das sind ja so diese Standard-Nachrichten, die wir im Moment überall lesen. The new normal, also das neue Normal, wie Europa eben so jetzt mit Trockenheit zu kämpfen hat. Aber ich finde, man kann man noch mal so ein bisschen weiter reinschauen. Also ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ne? Also dass tatsächlich in Frankreich schon mehrere Gemeinden kein Trinkwasser mehr haben. Also tatsächlich bis zu wirklich gar kein Trinkwasser mehr, die dann versorgt werden müssen. Und ich fand hier, der Minister in Frankreich hat das so schön gesagt. Ich weiß nicht, ich lese das mal vor. We are going to have to get used to episodes of this type. Adaption is no longer an option, it's an obligation. Ja, krass. Ja, und mich hat der Satz so traurig gemacht, weil wir haben tatsächlich so lange gewartet mit der Anpassung, dass wir jetzt müssen. So, also da ist, wir haben keine Prevention gemacht. Wir sind jetzt im Müssen. So. Und das hat mich so ein bisschen sehr, 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 sehr traurig gestimmt. Ich weiß nicht, wie es dem Rest so geht. Naja, Zahlenzauberin hat den Artikel auch gelesen. Ja. Ja, krass. Es ist ja auch, ich meine, man hört immer von diesen irgendwie 2 Grad, die maximal irgendwie als maximale Erhöhung angestrebt werden, aber da geht es ja auch um den weltweiten Durchschnitt. Ja. Und du hast ja dann irgendwie, was die Regionen angeht, ja auch eine totale Ungleichverteilung. Du hast es wahrscheinlich irgendwie durch den Podcast so auf dem Schirm. In Deutschland haben wir jetzt ja schon, glaube ich, 1,2 Grad Erwärmung oder was haben wir schon, ne? Oder? Ja, also wir sind da auch schon über die 1 Grad drüber. Ich glaube, das Ding ist, dass wir halt, also ich glaube, wir benutzen halt leider für Wetter und Klima dieselbe Sprache. Und dieses 1 Grad wärmer oder 2 Grad wärmer beziehen wir immer nur auf Temperatur. Aber dass dieses 2 Grad wärmer halt irgendwie zum einen ungleich verteilt, ne, wie du sagst, heißt, und zum anderen auch trockener, höherer Meeresspiegel, ausgestorbene Tiere und so weiter, das ist ja nicht straightforward damit verbunden, sondern halt total unterschiedlich verteilt auf dieser Welt. Und wir müssen uns eben an diese Arten von Dürren gewöhnen, die wir bisher noch nicht so kannten. Hm. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich schaue mal ganz kurz, also weil ich habe diese Karte hier gesehen und fand das eigentlich ganz schön, dass man sich jetzt mal, also was heißt schön, also dass wir uns jetzt mal damit beschäftigen müssen, wie man auch solche Karten liest, ne? Also diese Dürren haben ja bestimmte Indizes, die man sich anschauen kann und gucken kann, wie schlimm ist es denn? Und das ist jetzt halt so eine Art von Karte. Das ist nämlich der Combined Drought Indicator, also so ein kombinierter Index, der anzeigt, wie stark ist die Dürre. Und da sieht man schon, ne, dass die hohen Werte mit Warning, hier haben wir in Deutschland schon einiges. Und ich bin jetzt eigentlich ja mehr so hier, da wo es noch gar nicht so schlimm ist, aber trotzdem schon schlimm genug, ne? Und du bist dann auch irgendwo hier. Ja. Ja, es sind auch in Deutschland sind es auch gerade, glaube ich, die östlichen Flächenländer, die extrem betroffen sind, wo es ja auch eigentlich große landwirtschaftliche Nutzflächen gibt. Mhm. Und die sind, glaube ich, extrem von diesen Dürren auch betroffen. Ja. Ja. Auch ziemlich viele Brände ja im Moment in Ostdeutschland auch. Also natürlich auch begünstigt durch die Trockenheit, die wir haben. Ja, und da dachte ich sage nochmal, also man kann sich diese Karte natürlich angucken bei dem Artikel. Ich werde den auf jeden Fall in den Shownotes ja auch nochmal verlinken. Und dann habe ich so einige schöne Ressourcen gefunden, die man sich anschauen kann. Also zum Beispiel haben wir ja jetzt auch tatsächlich dieses European Drought Observatory, also die tatsächlich regelmäßig diese Karte erstellen und beobachten und uns aktualisieren. Das heißt, die Seite kann man sich jetzt vielleicht langsam mal irgendwo hinlegen, um im Blick zu behalten, wie es entwickelt sich denn gerade jetzt die Dürre in Deutschland und in Europa. Und dann hat man schon ein bisschen mehr im Schirm. Also hier ist jetzt zum Beispiel auch die Karte schon aktueller. Also und das war ja ein Artikel, der dann noch nicht ganz so aktuell war. Und da
habe ich gedacht, schaut doch mal rein, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch dran gewöhnen, wie man solche Karten liest. Also Rot ist in dem Fall hier schon Alert, also hier ist tatsächlich schon ja, ziemlich viel, ziemlich kaputt. Und dazu habe ich noch eine andere Karte, die fand ich sehr cool. Warte mal, so hier. Der Deutsche Wetterdienst hat nämlich geteilt, so eine interaktive Karte für pflanzenverfügbares Wasser. Also, wenn, ich weiß nicht, euer Rasen, wie sieht da euch vielleicht aus? Bei uns ist der braun hier. Ja, genau. Also, er ist hier nur unter dem Baum, wo noch ein bisschen Schatten ist. Da ist noch ein bisschen grün, aber der Rest hier im Garten ist braun. Ja, ja, genau. Und diese nutzbare Feldkapazität, also was an Wasser tatsächlich für die oberen Bodenschichten da ist, jetzt nicht nur für Gras, sondern natürlich für Bäume und so weiter, kann man auch solche Karten angucken. Früher hat man daran ja an sowas abgelesen, oh, jetzt muss ich gießen. Jetzt sind wir über das, ich muss gießen hinaus, sondern wir müssen Wasser sparen. Also heute, ich glaube, ich habe nirgendwo mehr jemanden gesehen, der seinen Rasen sprengt, also mit so einem Rasensprenger da irgendwie das Wasser da verteilt. Das war früher ja gang und gäbe, ne? Ja, ich glaube, das ist aber auch noch so ein bisschen Sozio-Status irgendwie mäßig verteilt. Also hier in dem Einfamilienviertel im Südwesten von Berlin sehe ich das noch manchmal, ja. Okay, also das, ja, hier jetzt nicht mehr, dass man den Rasen halt verloren. Ja, und der DWD hat halt tatsächlich so eine interaktive Karte, die er dafür bereitstellt, also wo man sich anschauen kann, wo ist denn wie viel Wasser verfügbar. Und ich fand die ziemlich gut. Ich hoffe mal, dass sie jetzt lädt, weil die war so ein bisschen langsam. Genau, also da hat man hier so seine Legende. Ich versuche das nochmal. Extremer Trockenstress ist dann hier diese dunkle Farbe und dieses knallige Orange wäre dann eben Trockenstress. Und wir sind hier schon in der schönen dunklen Farbe drin und sieht dann die Bereiche, wo es tatsächlich schon besonders schlimm ist. Bei uns geht es hier eigentlich noch. Bei euch da oben. Genau, da ist irgendwie alles für den Hintern. Ja, hier schreibt, sind auch verschiedene Kommentare hier. OVNN schreibt irgendwie, und wenn es mal regnet, fließt es weg und sichert nicht ein. Ja. Fast nur noch Starkregen. Ja, genau, fast nur noch Starkregen und in trockenem Boden versickert das Wasser viel, viel schlechter und langsamer. Es ist kontraintuitiv, aber da habe ich irgendwie heute, glaube ich, noch auf Twitter irgendwie ein schönes Demonstrationsvideo gesehen, wo da mal drei Glas Wasser so auf verschiedenen trockenen Böden gestellt worden sind und es ist wirklich so in dem trockenen Boden sickert das einfach nicht ein. Ja, genau, also es ist schon krass, also es braucht viel länger. Sachsen ist furchtbar trocken, ja. Zu Sachsen wollte ich auch noch sagen, falls ich dir den Bildschirm mal gerade kurz streitig machen darf. Ja, natürlich. Ich gehe mal hier drüber. es gibt hier diesen Dürremonitor vom Umweltforschungszentrum in Leipzig, wo ich auch Arbeitsconnection zu habe. Und die haben diesen sogenannten Dürremonitor. Und die haben hier auch zum Beispiel für verschiedene Bodentiefen so Deutschlandkarten, die sie, glaube ich, im Tagesabstand, glaube ich, rausgeben. Und da hast du dann halt für verschiedene Bodentiefen, siehst du dann hier, wie trocken das ist. Und je röter, desto extremer die Dürre. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist noch, hier gibt es Entwicklung der letzten 14 Tage mit Animated GIFs oder was ich am schönsten fand, war jetzt ist das April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Also da wird man dann so das letzte Jahr über die Monate halt so in so einem Monats Animated GIF irgendwie dargestellt. Und ja, eigentlich ist es seit 2018 kommt das irgendwie bei uns in der Kommunikation so gut wie dauerhaft vor, weil das halt sich einfach überhaupt gar nicht ändert, sondern du kannst dann immer sagen, hier kommen Dürre, 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 aber es wird leider den Leuten dann auch immer ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt, es wird den Leuten langweilig, aber ich glaube, ja, das ist ja das Problem, dass es immer erst so schlimm werden muss. Ne? Da waren wir ja gerade mit dem, es muss so schlimm werden, dass wir müssen und nicht mehr nur sollten, bis wir etwas tun. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade so langsam das Gefühl, den Leuten fällt jetzt auf, wir müssen. Tja.
Ja. Aber wie gesagt, wir haben genau wie du sagst, wir haben die Anpassung verschlafen. Ich habe auch ein bisschen einen sarkastischen Tweet gesehen, da schrieb dann jemand, ist ja eigentlich ganz schön, dass wir die ganzen Windkrafträder in den letzten 20 Jahren nicht aufgestellt haben, dann haben wir jetzt einen besseren, freieren Blick auf die ganzen Waldbrände. Verspargeln nicht die Windräder und den Blick auf die Waldbrände. Ja, es ist halt, also es wäre lustig, wenn es nicht so schlimm wäre, ne? Genau, das ist dieser Punkt, ja. Ja. Aber ich dachte mir, sehr schön auch das vom UFZ, also da haben wir jetzt so ein paar Sachen, die man sich angucken kann und es gibt für alle, die total wirklich sich genau mal mit dem aktuellen Status auseinandersetzen möchten, gab es nämlich im Juli schon einen sehr ausführlichen Bericht der EU zu dem Dürre, in der wir jetzt gerade drin sind. Das ist nun 22 Seiten, ein schönes PDF, aber trotzdem ist ein sehr kompakter Bericht, finde ich noch, den man gut lesen kann mit Bildern, der das einfach noch mal ein bisschen wissenschaftlicher anschaut. Und dann kann man sich vielleicht ein bisschen diese Pressemitteilung im Moment und die Medienberichte drumherum sind so für mich ein bisschen zu wenig mit dem Bezug zu Klimawandel und Zukunft geprägt. Oder sie skandalisieren es komplett und dann entsteht nicht so wirklich eine Diskussion. Ja, wenn man es gewohnt ist, irgendwie für jede Woche 140 Seiten plus Anhang zu lesen, dann genau, es sind 22 Seiten natürlich. Das stimmt. Okay, ich ziehe meine Anmerkung über 22 Seiten. Und ja, ich würde sagen, Claudia, Mission Downer, erfolgreich hier mit Thema 1 reingebracht. Ja. Finde ich gut. Das war mein Ziel. Willkommen. So, jetzt darfst du uns wieder hoch aufbauen. Ich habe, obwohl wir ja eigentlich heute keine Paper mitbringen, um jetzt hier irgendwie was vorzustellen, habe ich doch ein Paper mitgebracht. Das ist ja meine Nummer, okay. Aber es ist eigentlich nicht das Ziel, dieses Paper zu besprechen, sondern ich will eigentlich eher darüber sprechen, was mit diesem Paper passiert ist, und zwar jetzt leider nicht in der letzten Woche, sondern im letzten Monat. Ich versuche nochmal hier das Paper mal hier eben hinzuwerfen. Also ich habe es gerade schon im Chat getan. Mhm. Ich will es jetzt hier nochmal. Ich werfe es jetzt hier nochmal in den Stream rein. So. Genau, und es geht also um das Paper, das wir da sehen, was in Nature erschienen ist, und zwar schon im Jahre 2006. Ja, ist ja Specific alt. Amyloid Beta Protein Assembly in the Brain Impairs Memory. Mhm. Und da wollte ich dich erstmal zu fragen, Claudia, ob das dir jetzt irgendwie eine Bell bei dir ringt, irgendwie eine. Kannst du dir darunter was vorstellen? Weißt du, um was für ein Thema es geht? Hast du schon mal davon gehört? Oder fällt dir an dem, was ich da jetzt gerade hingeworfen habe, was auf? An dem Titel und so fällt mir jetzt gar nichts auf. Also der Titel sagt mir nichts. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie einen Bezug zu dem Titel habe, aber der Titel sagt mir nichts. Also weder. Ich kann ja mal vielleicht sagen, worum es so ganz grob geht. Also so ganz grob geht es um Alzheimer-Forschung. Also es geht um das Gehirn und was halt spezifische Amyloid-Proteine im Gehirn machen. Und es gibt ja natürlich irgendwie beliebig komplexe Erklärungen, wie Alzheimer entsteht, oder beziehungsweise Hypothesen, weil es gibt natürlich Dinge, die schon bekannt sind, aber viel ist noch unbekannt. Und eine These, die halt sozusagen in den letzten 15 oder 20 Jahren sehr stark irgendwie verfolgt worden ist, und die auch irgendwie in diesem Kontext eine Rolle spielen, sind Ablagerungen, die im Gehirn stattfinden. Und eigentlich hat das ja auch so begonnen mit der Alzheimer-Forschung, weil der Herr Alzheimer vor über 100 Jahren, ich glaube es war 1906 oder 1907, in einer
in einem verstorbenen, in einem Hirn von einer verstorbenen Frau, die unter halt Alzheimer oder später wurde es natürlich so benannt, gelitten hat, wirklich dann bei einer, wie heißt das, Sektion da, nach dem Tod da ins Gehirn geguckt hat und dann dort diese Ablagerungen gefunden hat. Ja. Und diese, ja, man könnte vielleicht irgendwie laienmäßig Verkalkung sagen. Und da sind halt zwei Arten von diesen Ablagerungen aufgefallen und eines davon, da geht es um diese Amyloid-Beta Plaque nennt man das, also so wie das, was man auch beim Zähneputzen irgendwie wegschrubbt. Also Ablagerungen, die, und wenn man sich das so ganz einfach, so kindergartenartig vorstellt, sozusagen vielleicht so eine Art Barriere bilden, sodass die Neurone nicht so gut miteinander funken können. Also da ist sozusagen in einem gesunden Gehirn können irgendwie die Neurone so sich miteinander unterhalten, da sich austauschen. Und in einem Alzheimer-betroffenen Gehirn ist da halt sowas im Weg, so eine Art Verkalkung. Und hier haben wir es also mit einer Arbeit von 2006 zu tun, die anscheinend relativ richtungsweisend ist, die zumindest, und das wollte ich dich mal aus so einer bibliothekarischen oder bibliografischen oder wie auch immer Form fragen, anscheinend relativ oft zitiert worden ist. Also es gibt hier mit 2273 Citations und sie hat irgendwie 867 Old Metric. Da wollte ich dich mal fragen, kannst du das irgendwie einordnen? Ist das viel, ist das wenig? Kann man das überhaupt nicht sagen? Oder Also du kannst es nicht sagen, wenn ich dir direkt sagen, was man es nicht direkt sagen kann, weil man natürlich wissen muss, was ist denn so die durchschnittliche Zitationsrate in dem Fachgebiet, weil, also in Mathematik, wenn du da fünfmal zitiert bist, bist du schon der heiße Scheiß. In der Medizin sind 200 jetzt nichts. So, also ich glaube 2273 schon eine sehr gute Zahl. Das sind die Zitate in anderen wissenschaftlichen Arbeiten und Altmetrics sind die Erwähnungen in sozialen Netzwerken. Mhm. Und wahrscheinlich ist da in den letzten Tagen die Zahl hochgegangen, aber nicht aufgrund positiver Rezension, sondern offensichtlich doch wegen was anderem. Genau, also man sieht schon darunter, da ist ja jetzt auch diese aktuelle, also noch bevor man den Abstract lesen kann, was dann hier sozusagen irgendwie mir sagen würde, worum es da eigentlich inhaltlich geht, sieht man halt hier diese orangenen Editors Note, die halt von Mitte Juli stammt und das ist sozusagen jetzt hier der aktuelle Eingriff. Dass also die Editors von Nature halt darauf hingewiesen worden sind, dass es Bemerkungen oder Besorgnis gibt, was Abbildungen in dieser Veröffentlichung angeht. Und darüber wollte ich eigentlich auch gerne mit euch jetzt mal sprechen. Ich mache das hier mal wieder weg. Denn da ist, hat sich anscheinend in den letzten drei Wochen oder so oder vier Wochen hat sich da ein kleiner Wissenschaftskrimi entsponnen. Jedenfalls ist das so meine Wahrnehmung. Und ich habe in einigen Medien darüber gehört, aber so richtig groß war das irgendwie jetzt nicht unbedingt in den Medien, natürlich in den Spezialmedien. Wie ist, wenn es so schön, wurde kritisiert, dass hier, den Begriff Fälschung hat niemand so richtig so direkt in den Mund genommen, aber weil es auch sozusagen noch ongoing investigation ist. Aber es scheint dort halt auffällige Abbildungen zu geben, wo quasi der Verdacht ist oder manche Leute sagen auch nachgewiesen ist, dass dort Bilder manipuliert worden sind und insbesondere solche Bilder, die jetzt nicht illustrativen Charakter haben, sondern die zum Beispiel solche Auswertungen von solchen Western-Blots sind. Also in den Lebenswissenschaften hast du dann, ich kenne mich da leider inhaltlich nicht aus, aber ich hoffe auch mal auf den Chat. Also hier, wer mit Life Science und im Chat unterwegs ist, kann gerne gleich mal einige erklärende Weitererklärungen reinwerfen, wo ich dann aufhören muss, was erklären zu können. Jedenfalls, du machst dann solche Nachweise, also ich weiß, wir haben damals auch in Chemie irgendwie so Gel-Elektrophorese gemacht oder sowas. Und dann, ja, genau, es ist lange her. Und dann hast du halt als Nachweis hast du dann irgendwie so ein Foto, wo irgendwelche Dinge dann irgendwie weit geflossen sind oder nicht so weit geflossen sind. Ja. Und wenn du dann davon ein Foto machst, dann ist das sozusagen der Nachweis und der Experte oder die Expertin sieht dann gleich sofort, da ist Folgendes irgendwie
der Fall. Ja. Und da muss man natürlich, wenn man wissenschaftlich redlich ist bei solchen Veröffentlichungen, und das, wir reden hier halt nicht über irgendeine Veröffentlichung, sondern wir reden hier über einen Nature Paper, muss man natürlich da sehr genau sein. Ja. Und jetzt, und diese Veröffentlichung ist halt anscheinend, was diese Anzahl der Zitationen angeht, für dieses Gebiet wirklich stilbildend, ja, oder stilbildend klingt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber sie war schon wichtig und wurde viel zitiert. Ich glaube, es ist die fünftmeist zitierte Arbeit der letzten 20 Jahre im Alzheimer-Kontext. Okay, wow. Und es ist so, dass in den USA zum Beispiel dieses National Institute of Health, also NIH, dort also in diese Forschung zu den Amyloid-Beta-Peptiden also auch sehr viel Geld gesteckt hat. Also so wie ich das verstanden habe, sind da in den letzten Jahren irgendwie 1,6 Milliarden Dollar in diese Forschung investiert worden. Und der Verdacht, der jetzt im Raum steht, ist halt, dass zumindest also diese viel zitierte Veröffentlichung irgendwie nicht korrekt gewesen ist. Das muss nicht heißen, dass irgendwie da jetzt alles dran gefälscht ist, aber es scheint halt da alles nicht alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Und das Schöne ist ja, wenn man irgendwie solche über solche Fälschungen oder mögliche Fälschungen spricht, dann geht ja das Ganze schnell auf so eine persönliche Ebene. Welcher Forscher, welche Forscherin war das eigentlich? Ne? Also wir hatten das auch mit dieser, wie hieß diese japanische Forscherin, die da am Riken-Institut war, die, ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der Chat wird gleich drauf kommen, oder auch als diese, ja, CRISPR-Babys irgendwie da. Genau, die haben ja auch gerade in den Sinn, die CRISPR-Babys. Oder dieser südkoreanische Forscher, ist noch viel länger her. Also, war das nicht diese nicht kohlenstoffbasierte Lebensform? Da war doch auch mal was. Oh Gott, ja, das war auch noch was. Das war nicht von der NASA irgendwas? Ja. Also das Schöne ist halt eigentlich immer, wenn man irgendwo einen Schuldigen hat und den Forscher, um den es hier geht, will ich euch auch noch mal eben kurz hier mal hinwerfen. Da erschien nämlich vor ein paar Tagen, das war am 21. Juli, erschien da ein großes Stück in Science. Ah, okay. Also Science disst hier den Nature-Artikel. Und da geht es und wird uns vorgestellt als ein Protagonist, der französischstämmige Forscher Sylvain Lane. Und der arbeitet an der University of Minnesota in den USA und war Hauptautor und Erstautor dieser Studie 2006. Ich muss, der ist so ungefähr mein Jahrgang, der ist 1974. Und ich muss sagen, ich habe 2006 kein Nature Paper geschrieben. Claudia, wann war dein erstes Nature Paper? Warst du da älter oder jünger als 32? Also ich hoffe so auf 2035. Gut, jedenfalls, wir sehen halt jemand, der als Postdoc relativ schnell Karriere gemacht hat und dann schon Erstautor dieser Studie war. Seine Gruppenleiterin, die mit ihm sozusagen als Letztautorin auf dem Paper draufsteht, die spielt also in diesem Krimi also auch noch später eine Rolle. Es kommt dann aber irgendwie in den Investigationen raus, dass sie anscheinend irgendwie nicht betroffen ist. Aber dieser Herr Lane, der hat halt in dessen Publikationen haben jetzt ExpertInnen nach Bildmanipulationen gesucht und haben dann in 70 seiner Paper also Bildmanipulationen gefunden. Und der ist noch an dieser University of Michigan, ist aber ja Associated Professor und hat jetzt, glaube ich, irgendeine Art Meta-Aufgabe dort an der University bekommen und scheint also in diesem Bereich jetzt gar nicht mehr so aktiv aktuell weiter zu forschen, so wie ich das verstehe. Aber ja, es ist halt aufgefallen einigen Leuten, da wird insbesondere der Matthew Schrag
genannt, ein Neurowissenschaftler auch aus den USA von der Vanderbilt University. Und dem ist das irgendwie aufgefallen und der hat dann sich an Science gewandt und die haben dann nochmal externe ExpertInnen losgeschickt, unter anderem die von Lambert, ich glaube im letzten Stream erwähnte Elizabeth Bick. Er hatte doch auf die Elizabeth Bick letzten oder vorletzten Forschungsstrom hingewiesen, weil die auf Twitter immer so schöne Grafiken und Erklärungen dazu postet. Das war letzte Folge sogar erst. Ich bin mir genau, ganz sicher. Aber und die war hier aktiv im Auftrag von Science und die haben jetzt hier irgendwie 6 Monate eine Untersuchung gestartet und halt so unabhängige Bildanalyse gemacht. Und dabei kam halt raus, dass, und jetzt wollte ich euch diese Visualisierung mal zeigen. Also was ich eben gesagt habe, ich scrolle hier mal runter. Also hier seht ihr die Images in Question. Und das ist halt so ein Foto oder ein Abzug von diesen Western-Blots. Und das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir jetzt aus dem Chat einblenden, die uns erklären können, was man da eigentlich sieht. Ich muss gestehen, ich habe versucht, mich da reinzufuchsen, was mir das eigentlich sagen will, diese Abbildung. Und ich glaube, für so Life Science gebildete Leute ist das hier irgendwie eine ganz typische Abbildung. Und es wird dann hier auch in dieser Science-Veröffentlichung detailliert erklärt, woran man jetzt hier sieht, was jetzt hier gefälscht ist oder ungewöhnlich ist. Aber ich muss gestehen, dass ich das nicht nachvollziehen konnte. Aber ja, wenn man da so Expertin oder Experte ist, ich habe das versucht, nochmal groß zu machen. Hast du den Link nochmal? Dann würde ich den glatt mal aufrufen und selber mal versuchen, ob ich das erkennen kann. Ja, Entschuldigung, den habe ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht hier in den. Ja, ich habe versucht, das zu googeln und aber war nicht erfolgreich. So, warte mal, ich tue das mal hier in den Twitch-Chat. Ja, super. Da ist der Link. Jedenfalls habe ich dann, es wurde neben der Elizabeth Bick, wurde noch eine weitere Datenanalystin eingebunden. Die hatte einen für mich auffällig deutsch klingenden Namen, Jana Christopher. Und dann habe ich die einfach mal gegoogelt, und weil ich diese Bilder nicht verstanden habe. Und dann dachte ich, ich könnte die mal kurz anfunken. Und dann habe ich die heute Nachmittag einfach mal angefunkt. Und da war sogar eine Handynummer auf der Webseite. Und dann dachte ich, ja, kannst du einfach mal anrufen und fragen, ob sie dir das vielleicht erklärt. Ja. Und dann ging sie dran und so, ja, Entschuldigung, also ich liege hier gerade in Südfrankreich am Strand. Oh. Ja gut, passiert. Und dann hat sie mir aber, sie sagte, also sie könnte es mir jetzt nicht so direkt erklären, weil sie die Abbildung selber nicht vor Augen hätte. Es wäre auch schon ein bisschen her, dass sie das gemacht hätte. Mhm. Aber sie sagte halt noch, hat mir nochmal gesagt, was sozusagen grundsätzlich die Vorwürfe sind. Also das eine ist, dass man manchmal bei diesen Banden, das sind also diese schwarzen Flächen, die man da sieht, also sie sagte, die sehen eigentlich nie gleich aus, egal welchen Versuch du machst. Wenn du zwei Banden findest, die pixelmäßig exakt gleich aussehen, ja genau, hier Melanie, ich störe Wissenschaftlerin beim Urlaub, so ist es genau. wenn du zwei Banden findest, die wirklich bis aufs Pixel gleich aussehen und du das irgendwie in Photoshop oder worin auch immer irgendwie nachweisen kannst, dann ist das schon mal ein sehr starkes Indiz, um nicht zu sagen ein Beweis für eine Manipulation, weil eigentlich nie zwei Banden identisch aussehen. Wenn das aber nachgewiesen wird, und das scheint hier der Fall gewesen zu sein, dann scheint dort was manipuliert worden zu sein. Und das Zweite ist, was sie gesagt hat, was eigentlich ein No-Go ist, was man nicht machen darf, zumindest nicht ohne es zu benennen, ist, dass man diese Blots, diese Fotos davon beschneidet und zusammenfügt. Also das wäre zum Beispiel, wenn man aus zwei Messvorgängen jetzt diese, wir sehen da oben, sehen wir irgendwie so vier, von links nach rechts vier verschiedene Banden. Und wenn man jetzt sozusagen irgendwie sagt, jetzt aus dem Testdurchlauf 1 waren jetzt die linken beiden Banden besonders schön, aus dem Testdurchlauf 2 waren die rechten beiden Banden besonders schön, dann darf man das nur dann zusammenfügen, wenn man da irgendwie auch einen klaren Strich dazwischen setzt und sagt, das hier war aus Messung 1 und das aus Messung 2. Ja. Ansonsten täuscht man was vor.
Und das scheint hier auch, diese Regel scheint hier nicht eingehalten worden zu sein, das deutlich zu machen. Und das dritte No-Go, was sie gesagt hat, ist eigentlich, dass man sozusagen Dinge, Banden ersetzt, also dass man sozusagen copy-pastet, also aus einer Messung rauscroppt und es in eine andere Messung reinsetzt. Das kann man, hat sie gesagt, nur dann machen, wenn irgendwie der Platz im Paper so wirklich so super knapp ist, aber da muss man das eigentlich auch deutlich machen. Und auch das scheint hier verletzt worden zu sein, diese Regel. Also vielen Dank nochmal an Jana Christopher, dass ich für 12 Minuten heute ihren Südfrankreich-Urlaub unterbrechen durfte, weil ich selber nicht in der Lage war, hier diese Dinge so direkt zu verstehen. Aber spannend, ja super, das ist ja echt interessant. Ja, vielen Dank. Okay. Und da musste ich auch nochmal an Lambert denken, was Ludwig Fleck angeht. Weil wir hatten schon mal drüber gesprochen, Ludwig Fleck ist dieser sehr unterschätzte deutschsprachige Wissenschaftsphilosoph, der also ja insbesondere dieses Thema hatte, Gestalt sehen. Also, dass es in der Wissenschaft total wichtig ist, dass man sozusagen im Rahmen seiner Sozialisierung als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler darauf trainiert wird, gewisse Gestalten zu sehen. Also nicht jetzt im Sinne von, ich sehe eine Figur. Geist, ich sehe tote Menschen. Sondern das halt sozusagen, also das habe ich hier bei diesem Punkt wirklich gemerkt, dass du, also Expertinnen und Experten verstehen gar nicht, wie der Henning hier rumömmelt. Das ist doch vollkommen klar zu sehen, dass hier irgendwie an diesen Banden da was manipuliert ist. Aber das ist halt nur dann zu sehen, wenn du dich da wirklich jahrelang mit beschäftigt hast und das für dich vollkommen klar ist. So wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Astrophysikerin in einem Spektrogramm von irgendwie einem Stern irgendwie was sieht und du und ich, wir sehen nur irgendwie so ein zitteliges Gebirge irgendwie in einer Grafik oder so. Ne? Ja. Und dieses Gestalt sehen oder Gestalt nicht sehen können, das da muss ich auch nochmal so dran denken. Ja, das ist wie mit dem hier, wenn die beim Zahn irgendwie so eine Linie sehen und ich denke mir so, hä? Und die rasten völlig aus. Okay. Ja, absolut. Also ich kann auf den Bildern, ich habe die jetzt bei mir auch nochmal riesengroß gesucht. Ich kann da beim besten Willen nichts erkennen. Ich glaube, da muss man ja wirklich mit den Tools dran gehen, die das, die wirklich so Grafikprogramme sind. Und was ich mich dann so gefragt habe, machen die das anhand der Abbildungen, die in dem PDF oder dem HTML, also von dem Artikel zu finden sind, oder haben die irgendwie noch höher aufgelöste Abbildungen irgendwo gehabt? Das ist ja so eine Frage. Genau, also die haben dann natürlich auch die AutorInnen dieser Studie damit konfrontiert. Also ich kann wirklich diesen Artikel, der jetzt hier bei Science, den wir jetzt zuletzt da verlinkt haben, auch nur empfehlen, mal zu lesen, wenn man Zeit hat. Das ist ein bisschen länger. Die haben natürlich versucht, die zu konfrontieren und haben auch gefragt, ob sie irgendwie Primärdaten kriegen können und so, um das nochmal dagegen zu gucken. Der Hauptautor, der Herr Lane, so wie ich das verstanden habe, hat sich entschieden, sich dazu gar nicht zu äußern. Allerdings seine Gruppenleiterin oder eigentlich die Professorin, die dann auf diesem Paper auch als Letztautorin genannt war, Karen Eschi, die auch dort Professorin an der University of Minnesota ist, die hat schon irgendwie da mit kooperiert und hat dann auch teilweise unpublizierte Rohdaten dort beigesteuert und dann konnten die BildanalytikerInnen sozusagen sehen, dass auch in diesen Originaldaten Dinge manipuliert waren. Und sie haben dann übrigens auch nochmal, ich hatte ja eben schon gesagt, also 70 von diesen Publikationen von dem Herrn Lane waren also betroffen von solchen Bildmanipulationen. Sie haben dann zum Beispiel geguckt, ob sozusagen irgendwie da sozusagen im Team vielleicht manipuliert wird und haben dann andere Co-Autoren, mit denen er, Co-AutorInnen, mit denen er publiziert hatte, deren eigene Veröffentlichungen, die ohne Herrn Lane gemacht worden sind, nochmal gegengecheckt, wie zum Beispiel halt diese Gruppenleiterin Karen Eschi. Und
deren eigene Publikationen waren unauffällig. Da gab es keine Bildmanipulationen. Und insofern, das, was ich eben so ein bisschen andeutete, ist immer ja auch gut, wenn du irgendwie einen Protagonisten und am besten einen bösen oder manipulativen oder nicht lupenreinen Protagonisten hast und vielleicht auch irgendwie die Leute, die sich von ihm haben, täuschen lassen oder so. Also bisher sieht es so aus, als ob sozusagen Dinge, wo er mit dabei war, betroffen sind. Aber jetzt nicht die ganze University of Minnesota da irgendwie in Misskredit steht. Ja, okay. Aber das ist ja sehr spannend, wie detailliert das gelaufen ist und dass das ja offensichtlich dann auch schon über Monate untersucht wurde, ohne dass das breit diskutiert worden ist. Also es war erstmal eine ausführliche Untersuchung, die da passiert ist. So ist es. Und es steht halt so, ich habe jetzt irgendwie, jetzt haben wir es gerade, sind wir tief in die Details eingetaucht, der Artikel taucht noch tiefer in die Details ein, aber das grundsätzliche Problem dahinter ist natürlich, dass irgendwie eine, also dass sozusagen diese viel zitierte Arbeit irgendwo immer gesagt wurde, ja, und dann gibt es ja da dieses Amyloid Beta Stern 56, heißt es ausführlich, Protein. Und dass das anscheinend auch gerne mal so ein bisschen unhinterfragt dann so angesehen wurde. Und dass jetzt halt sozusagen die Frage im Raum steht, ob sozusagen das überhaupt wirklich ein relevanter Stoff ist, der bei dieser Alzheimer-Sache, insbesondere was die, also dass diese Dinge auftreten, ist klar. Aber inwieweit sie nur irgendwie im Kontext auftreten. Aber die Frage ist natürlich, ob sie, weil im Prinzip machst du das natürlich, weil du irgendwie einen Wirkstoff oder einen Wirkmechanismus suchst, um das zu verhindern. Aber wenn das zum Beispiel wirklich nur ein Abbauprodukt sein sollte und kein ursächliches, nicht die Ursache ist für die Probleme, die halt dann Alzheimer-PatientInnen haben, dann, es macht ja nichts, macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwie sich eine Tablette auszudenken mit irgendeinem Wirkstoff, der das Zeug kleinfeuert. Und das war aber gar nichts, was ursächlich dafür war, sondern es war nur irgendein Beiprodukt oder so. Ne? Ja. Und wenn du dann halt irgendwie so ein Paper hast, was da 16 Jahre unretracted so rumgammelt, aber viel zitiert wird, dann kann das natürlich sein, dass dort halt die Forschung dann in die komplett falsche Richtung läuft. Ne? Genau, das stimmt. Da hatte ich jetzt, ich bin gerade noch mal hochgescrollt, ich bin hier so 20 Minuten durch den Chat gescrollt. Da hatte Mr. Busser vorhin schon was gepostet. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen. Genau. Beim DLF steht, okay. Das ist ja interessant, weil kannst du das vom DLF mal verlinken, Mr. Prosser? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Also ich meine, ist ja auch noch mal interessant zu sehen, von wem wurde das zitiert. Also nicht nur, es hat eine hohe Zitationszahl, sondern wer hat das zitiert? Ja. Genau, also den Beitrag kann ich auch sehr empfehlen. Das war irgendwie so vor letzte Woche, glaube ich, ein 5-minütiger Beitrag im DLF, wo der Christian Haas, ein Münchner Alzheimer-Forscher, zu Wort kommt. Und der sagt halt so sinngemäß das, was Mr. Prosser geschrieben hat, so, ja, das wurde schon oft zitiert, aber so wichtig war das ehrlich gesagt auch gar nicht. Das hat man halt so zitiert, aber in Wirklichkeit forschen viele Leute auch an anderen Dingen, so nach dem Motto. Ah, okay. Tja. Ja gut, aber wer weiß. Also ich meine, es ist schon krass, aber andererseits frage ich mich auch so ein bisschen, also es ist ja immer die Frage, die ja im Raum steht, wie kann man das eigentlich verhindern? Also was sind die Gründe, warum ist das passiert? Und wie kann man das verhindern? Und da sehe ich immer so eine große Ratlosigkeit. Ne? Also ich meine, wir haben hier eine gute wissenschaftliche Praxis, der DFG und so weiter. Und das ist ja alles schön und gut, aber gleichzeitig haben wir immer noch Menge Publikationsdruck. Und bitte produzieren Sie publizierbare Ergebnisse, weil wenn nichts Spannendes ist, Positives, dann wird es nicht publiziert. Am liebsten mit 32 ist erste Nature Paper als First Author. Genau, das dann eben auch 2283 Mal zitiert wird oder was das war. Mhm. Also das ist echt so ein Widerspruch in sich und ich glaube, ganz verhindern an sich kannst du es nicht, egal wie gut oder toll das Wissenschaftssystem wäre, wenn wir jetzt mal sagen, es gäbe keinen Druck und alle, man kann auch die negativen Ergebnisse veröffentlichen und so. Selbst dann. Alle haben Festverträge, Dauerverträge. Ja, genau. Das die absolute Utopie. Selbst wenn das wäre,
ist ja immer noch das Ding, dass vielleicht eben doch irgendwie jemand meint, naja, damit kann ich mir natürlich trotz allem einen Vorteil verschaffen, wenn ich ein besonders positives Ergebnis habe. Auch wenn es nicht mehr sein muss, ist natürlich herausstechen immer noch so ein Ding. Und du kannst es auch nicht verhindern durch Peer Review oder Begutachtung, wenn du nicht jedes Paper von den Hunderttausenden, die jedes Jahr veröffentlicht werden, so intensiv ein halbes Jahr mit Software untersuchen willst. Das geht ja nicht. Genau, und dann kriegen nämlich Leute noch Credit dafür, wenn sie einfach nur was nachproduziert haben und sagen, ja, stimmt. Genau, dafür kriegst du nichts. Dafür kriegst du Credit für in unserer schönen Welt, die wir uns jetzt hier gerade bauen. Ach so, in der Welt, die wir uns ausgedacht haben. Wow, das wäre ja klasse. Also meine Studis kriegen dafür Credit Points, das mache ich mit denen nächstes Semester und übernächstes Semester. Studien reproduzieren, aber das ist keine, also kannst jetzt nicht, Lorbeeren kriegst du dafür nicht, nur Credit. Tja. Ja, und eine Note. Oh Mann, das siehst du, das ist an mir ziemlich vorbeigegangen. Also ich hatte von dem Fall mit den Bildern gehört, aber ich hatte nicht den Titel und nicht, dass es um Alzheimer ging im Kopf. Ja, gut. Das war mein Wissenschaftskrimi, der jetzt hier so aktuell durch meine Timeline gespült wurde. Ja. Meine Güte, das ist spannend. Spannendes Thema. So, und hier wird noch was gelobt, Claudia. Ja, ich bitte dich. Also den wenigsten fällt auf, was da eigentlich steht. Dass da eben Metadata. Metadata, Metadata. Genau. Metadata. Das T-Shirt ist auch schon irgendwie so 10, 12 Jahre alt, aber ich werde es nie wegpacken, glaube ich. Das bleibt für immer. Okay. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich hier noch ein chilliges Thema. Also, ich habe kein chilliges Thema. Ich habe was eigentlich wahrscheinlich nur mich interessiert und niemanden sonst. So. Wie immer. Ja, dann schön war es mit euch, lieber Chat. Wir sagen tschüss. Claudia bleibt noch ein bisschen alleine im Stream. Ich gehe jetzt. Genau, ich mache noch so ein bisschen Kram. Also ich würde gerne über einen Text sprechen von der Leopoldina. Ihr erinnert euch, was das war, ne? Die Nationale Akademie der Wissenschaften. Korrekt soweit. Warte so, ich wollte den Bildschirm teilen. Dieses Wissenschaftssystem ist ja irgendwie so eins, da hast du ja irgendwie, wenn du so anfängst zu studieren, da denkst du ja, es gibt so Unis, ne? Irgendwann stellst du fest, ja, es gibt auch noch so Hochschulen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Unis und Hochschulen? Ja. Was ist eine Fachhochschule? Was ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaft? Was ist eine technische Hochschule? Was ist eine pädagogische Hochschule? Und dann gibt es ja noch so private. Und dann merkst du irgendwann, es gibt noch Max-Planck-Institute. Haben die was mit Unis zu tun? Dann gibt es noch sowas wie Deutscher Wetterdienst. Dann gibt es Leibniz-Institute. Das RKI. Teilweise sind die noch Museen. Dann gibt es Helmholtz, Fraunhofer und dann gibt es dann noch so ganz andere Verbünde. Ja, so Wissenschaftsrat, DFG, Leopoldina, wie sie alle heißen. Also, ja, das ist beliebig kompliziert, oder? Bist du schon durch die Struktur gestiegen, Claudia? Das mache ich in meinen Studis im siebten Semester, machen wir so eine Veranstaltung. Einmal den gesamten Rundumschlag über alle, die gesamte Wissenschaftslandschaft und dann ist man danach am Ende auch verwirrter als vorher, glaube ich. Und dann werden diese Three-Letter-Acronyms werden dann abgefragt. Ja, natürlich. Ja. Mindestens. 3 Sekunden pro Akronym. Genau, dies oder das, weißt du, wo ich dann einfach nur so zwei Abkürzungen sage und dann müssen sie sagen, welche die richtige ist für die eigentlich. Also ich wollte diesen Zukunftsreport Wissenschaft anschauen. Ich weiß nicht, ist ja jemand über den Schreibtisch geflattert, über den Bildschirm geflattert. Ist das jetzt was Aktuelles? Mir nicht, muss ich gestehen. Ja, das ist Juni 2022. Ach so, Urlaub, ja, okay. Also es ist nicht total hochaktuell, also ist schon jetzt 2 Monate her, aber ich hatte erst jetzt Zeit, mich genau damit auseinanderzusetzen. Lass mal hier so rüber gucken. Und zwar der Zukunftsreport Wissenschaft, da geht es immer um die Entwicklung bestimmter Forschungsbereiche, Forschungsgebiete, Zukunftsträchtigkeit. Wie man hier jetzt schon erahnen kann, geht es hier irgendwie so, also auf jeden Fall um Ozonloch und um Klimawandel. Claudia, endlich mal ein positives Aufstiegsthema für heute. Sehr schön, vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, wir haben Satelliten und wir haben hier Luftverschmutzung, NOx und sowas und Daten offensichtlich. Genau, so, also und zwar geht es um Dioxid im Sand oder was?
Ich glaube, das ist Soldant sein, ja, würde ich sagen, oder? Ich, Chemie kann ich nicht, aber H2O ist Wasser, das weiß ich. Ja, gut. Und Methan. Ja. Ja, genau, aber das ist ein Zukunftsreport über Erdsystemwissenschaft, also über Forschung, die sich mit der Erde in der Zeit des Klimawandels beschäftigt. Und das hat mich so ein bisschen, wie sage ich das jetzt, hat mich so ein bisschen ja, abgeholt, weil, jetzt muss ich hier mal gerade mein Fenster aufmachen, weil ich damals, als ich studiert habe, so schon lange her, habe ich ja Meteorologie studiert, ne? Also hier ausschließlich Atmosphäre und habe mich nur mit der Atmosphäre beschäftigt. Und als ich dann für die Promotion in die Schweiz gewechselt bin, dann war ich plötzlich nicht mehr am Institut für Physik der Atmosphäre und war nicht plötzlich mehr unter Physik angesiedelt und unter den Naturwissenschaften, sondern ich war im Departement Umweltsystemwissenschaften. So, und das war eine ganz andere Konstellation von Wissenschaftsarten, die da plötzlich zusammengetackert war. Und wieso? Das fand ich erstmal verwirrend. Also ich war zusammen, dann die naturwissenschaftliche Fakultät, in der ich war in Deutschland, war Physik, da gehörte Meteorologie dann noch dazu. Dann war da, glaube ich, Mathematik, Informatik und oder so ungefähr. Das war die Zusammensetzung. Und Umweltsystemwissenschaften in der Schweiz waren schon, also waren andere Fächer. Also da hast du dann wirklich so Geologie und so weiter und so fort. Also hast ganz andere Konstellationen. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum das so ist. Habe aber nie, also mich jetzt nicht so weiter interessiert. Das ist halt historisch gewachsen, oder? Genau. Ich hätte auch gesagt, historisch gewachsen. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass die Leopoldina hier einen Wandel vorschlägt von dem, wie wir unsere Wissenschaftslandschaft oder unsere Forschungsgebiete strukturieren, wenn es um die Erde geht und um den Klimawandel. Und das ist ein ziemlich radikaler Vorschlag, wie ich finde. Also den wollte ich euch deshalb gerne zeigen. Und zwar gehe ich gerade mal, ich scroll mich da jetzt mal so ein bisschen durch, ich mache das ja nicht alles. 103 Seiten, sagt Mr. Prosser hier. Das ist doch für Claudia ist das gar nichts, ne? Das ist überhaupt nichts, ist das hier. Schnäppchen. So, genau. Und zwar hier wird das, was ich eben gesagt habe, hier nochmal so beschrieben. Also das ist so eine, also die passen so ein bisschen zusammen. Wie ist es denn gerade? Und da sieht man, dass sie nochmal auflisten, was eigentlich alles so unter geowissenschaftliche Subdisziplinen fällt. Also alles irgendwie, was sich mit der festen Erde und dem Planetensystem beschäftigt. Geologie, Mineralogie, Geo- und Kosmochemie, Paläontologie, Geophysik. Dann Wissenschaften der Erdoberfläche, also was oben drauf ist, physische Geografie, Bodenkunde, Geoökologie, Hydrologie. Also man sieht schon, ne? Umweltwissenschaften, dann Ozeane, Atmosphäre, Kryosphäre, dann nochmal die Vermessung und Abbildung unseres Planeten, Geodäsie, Fernerkundung, Geoinformatik. Darf ich nochmal einstreuen, dass ich ja schon irgendwie lange gebraucht habe, selbst bei so einem klassischen Verständnis, gebraucht habe, dass Geologie eigentlich was mit Weltraum zu tun hat und anderen Planeten. Weil das war für mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen so in meinem Kopf so getrennt, weil ich irgendwie in meinem Kopf war das teilweise so irgendwie ja so Weltraum und Planeten, das ist irgendwie so das, was draußen ist, hatte nichts mit der Erde zu tun, sondern und Steine ist hier auf der Erde, hast du hier so. Aber dass das natürlich irgendwie total connected ist, weil irgendwie die Erde auch nur yet another planet ist, und es eigentlich nur sozusagen diese menschliche Sichtweise ist, irgendwie die Erde für was Besonderes zu halten, was ja zumindest den Stein, die Steine angeht. Ja, das stimmt. Also ja? Das stimmt. Ich glaube, die sind ja viel mehr als, also ich glaube nicht, dass alle, also ich meine auch in der Geophysik und auch in der Meteorologie beschäftigst du dich ja durchaus auch mit den Atmosphären anderer Planeten und so weiter, ne? Aber sie haben eben auch alle was mit der Erde zu tun. Also Planeten allgemein, würde ich so sagen. Macht das Sinn? Ja. Okay, dann lasse ich das so stehen. Gut, aber das ist das klassische Konzept. Genau, so war das jetzt bisher immer. Also so ist das halt. Und ist es auch aktuell noch. Genau, so ist es auch aktuell noch. Es gab so ein bisschen Fortschritt, das sagen Sie ja auch, in den letzten 2 Jahren gab es so ein bisschen Fortschritt, dass so die Curricula sich so ein bisschen verschränkt haben und so ein bisschen mehr dazu gekommen sind. Aber es gibt eben trotzdem immer, also es gibt immer noch diese spezialisierten Studiengänge,
Einige bewegen sich mittlerweile dazwischen, aber diese Fragmentierung und Aufsplitterung in ganz, ganz viele Bereiche ist immer noch extrem. Also bei den Studienabschlüssen, man kann die unten aber auch schon erkennen, auch bei den Fachgesellschaften und so weiter. Also das ist, es ist alles sehr, sehr getrennt. Ich hatte zum Beispiel aber auch natürlich Geophysik als Nebenfach zum Beispiel. Also das war bei mir eine Option, es als Nebenfach zu haben im Diplom. Das habe ich dann gemacht. War keine gute Entscheidung. Aber das, Geophysik ist dann irgendwie ein eigenes Department oder ein eigenes Institut oder ist das nur mal eine Vorlesung und ein Seminar? Oder gibt es da richtig Professoren? Also Geophysik, ich hatte tatsächlich, da gab es, glaube ich, in Mainz damals 4 oder 5 ProfessorInnen im Bereich Geophysik. Okay. Also habe ich dann auch über Erdbebenbestimmung und sowas gelernt und so. Und so. Also das war schon alles wild durcheinander geteilt. Also ich glaube, diese ganzen Aufteilungen in Fakultäten und diese ganze Aufteilung in Institute und so weiter sind alle schon lange da. Die gibt es einfach lange schon. Und man kann natürlich immer argumentieren, ne, natürlich arbeitet man zusammen und man weicht die Grenzen auf. Aber trotzdem ist da natürlich so eine Separierung. Einfach weil man sich und erstmal selber organisieren muss, bevor man sich mit anderen zusammen organisiert. So, und dieser Zukunftsbericht versucht jetzt so ein bisschen sich heranzutasten, was das Problem daran ist, dass das im Moment so ist, wie es ist. Und jetzt scroll ich mal. Gibt es denn da einen Leidensdruck? Hast du irgendwie gelitten darunter in deinem Studium, dass das so war? Oder ist es irgendwie eher aus so einer totalen Vogelperspektive wie so einer Leopoldina irgendwie ein Problem? Oder? Es ist, glaube ich, auch zum Studium betrachtet nicht das Problem. Es ist aber ein Problem, wenn wir uns mit dem Klimawandel beschäftigen. Oh, okay. Weil die, wenn ich also Meteorologie studiert habe und eben dann mit Klimamodellen arbeite und Atmosphäre vorhersage, dann ist das ja nicht isoliert. So, also da ist ja immer eine Wechselwirkung mit. Da sind Vulkanausbrüche, da ist immer eine Wechselwirkung mit Ozeanografie. Also wenn der Meeresoberfläche wird beeinflusst von der Atmosphäre und umgedreht. Das heißt, man muss, diese Modelle werden ja gekoppelt. Das macht man ja heute schon. Aber wenn die Wissenschaften quasi in unterschiedlichen, gänzlich unterschiedlichen Bereichen angesiedelt sind und im Studium schon kaum Überschneidungspunkte haben, dann hast du natürlich wirklich ein Problem, dass die Leute auch nicht miteinander reden können in der gleichen Sprache oder dass es niemanden gibt, der so dazwischen was studiert, der das so das Gesamtsystem Erde versteht. Deswegen Erdsystemwissenschaft. Also dieses gesamte Verständnis vom Erdsystem ist, glaube ich, das, was dann natürlich ein bisschen drunter leidet und das brauchen wir aber im Moment. Okay. So hätte ich das jetzt, so verstehe ich das auch. Mhm. Und genau, also das fand ich ein bisschen hart, also das hier finde ich ein bisschen hart. Die momentan angebotenen geowissenschaftlichen Studienabschlüsse haben keinen klaren Fokus, bieten keinen eindeutigen Tätigkeitsprofil und kaum fachorientierte Karriereaussichten. Also du studierst halt Meteorologie, aber es gibt jetzt halt, also du kannst zum Deutschen Wetterdienst gehen oder zu einer Vorhersagefirma, die so ein Wetterfirma, die so, solche Sachen macht und in der Hochschule bleiben, in der Forschung, aber so im Sinne vom ich kann damit, also ich habe irgendwie BWL studiert und habe bestimmte Tätigkeitsprofile, die gibt es da nicht. Ne? Also du erwerbst bestimmte Kompetenzen und gehst damit weiter und machst dann eine Professur in Wissenschaftskommunikation. Was so. Man so macht halt, ne? Genau. So, und da ist dann halt so ein bisschen, gehen sie halt so durch, was so die Herausforderungen sind. Und ja, die Einzeldisziplinen, das steht hier, können von den traditionellen Einzeldisziplinen alleine nicht gelöst werden, diese komplexen Herausforderungen. Das meine ich somit, die Modelle müssen gekoppelt sein, man muss ein Verständnis dafür haben, wie sich die Wüstenveränderungen mit dem Klima zusammenhängen und wie Mineralien aus dem Erdboden transportiert werden und was das für den Erdboden an der anderen Stelle heißt, wenn dort plötzlich Sand aus der Sahara landet. Also das sind Sachen, die hängen alle so miteinander zusammen, dass es halt viel mehr Interdisziplinarität braucht, als es bisher gibt. Und das soll man jetzt im Bachelor schön in 2 alles Jahren auf alles, zack, bums, ne? Ich glaube, ganz so schlimm ist die Idee jetzt nicht, sondern es ist so ein bisschen, oh ja, die Abbildung muss ich noch dran, guck mal hier, da kann man es doch schön sehen. Siehste, die Anthroposphäre, also so außerhalb Hydrosphäre, Geosphäre, Atmosphäre, Biosphäre
und alles hängt miteinander zusammen. Und, aber man studiert dann nur das. So, ich habe nur das studiert und mit der Hydrosphäre habe ich mich erst auseinandergesetzt, als ich da plötzlich beim Deutschen Wetterdienst in einem Projekt war, das das zum Thema hatte. So, da musste ich mich da reinarbeiten. Und wenn man jetzt im Studium schon viel mehr darauf setzt, dass man da dazwischen hin und her springt und weiß, wie die Sachen zusammenhängen, halte ich für gar keine so schlechte Idee, ehrlich gesagt. Also dieser Bericht ist übrigens unfassbar lang. Also ich widerspreche, dass das kompakt ist. Fordern die aber jetzt hier irgendwie alle Prüfungsordnungen oder wie das doch immer heißt da, quasi die Studiengänge alle komplett irgendwie umzudesignen? Oder was ist jetzt die Forderung? Also ich glaube, so krass ist die Forderung nicht. Also es geht tatsächlich natürlich darum, dass es erstmal kann man natürlich, so wie wir es eben gemacht haben, so eine schöne Utopie erdenken. Ah, ja. Also kann man ja machen, also in der ersten Bestandsaufnahme und beschreiben das alles. Ne? Also man sieht hier nochmal diese ganzen Zusammenhänge und nichts davon ist ja unabhängig und überall sind Pfeile. Aber man kann das natürlich nicht von jetzt auf gleich machen. Es hat natürlich auch einen Sinn, dass jemand einen Fokus mehr auf Atmosphärenphysik oder Meteorologie hat. Ja, das kommt ja auch gerade im Chat, ja. Kommt das hier gerade. Genau. Nicht jeder, der Geografie studiert, möchte im Klimawandel forschen. Genau, also das genau ist der Punkt. Aber es macht natürlich trotzdem Sinn, dass man die Sachen zumindest im Kontext sieht. Also man kann auch nicht Geografie studieren, ohne sich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen. Ich glaube, dann ist man ziemlich schnell abgehängt. Also wenn man denkt, das hätte damit nichts zu tun, ist es auch schwierig. Also diese Verknüpfungen müssen halt ein bisschen größer werden und bisher ist das halt alles allein schon dadurch verkompliziert, dass eben die schon in unterschiedlichen Fachbereichen angesiedelt sind. Also schon so verstreut sind über alles. Also Meteorologie ist ja wirklich, wie gesagt, häufig unter Physik zu finden und und deswegen machen die hier so eine Vision auf. Also ich muss jetzt mal scrollen, geht das hier nicht mal mehr. Also ich muss mal auf Seite 86, das ist ja noch ein bisschen weiter. Also ich gehe mal hier so. Also ihr seht, das ist nicht kompakt. Ich widerspreche dieser Ansage. So, und dann sagen sie, was sie sich vorstellen unter Erdsystemwissenschaft. Also was würden sie darunter verstehen und wo macht das Sinn? Und sie sagen auch, könnte folgende Elemente enthalten. Ne? Also grundlegendes Verständnis dafür, wie unser Planet entstanden ist, wie er funktioniert, Leben ermöglicht und was die natürlichen Voraussetzungen für die Entwicklung der modernen Gesellschaften sind. Also das sind so Sachen, die wirklich übergreifend sind. Also Erdsystemwissenschaftler sollen befähigt werden, mit großen Datensätzen umzugehen. Das ist ein guter Punkt. Ein verdammt guter Punkt. Große Datensätze sind echt großes Thema, aber ich glaube in fast jeder Wissenschaft. Systemcharakter des Planeten, also dass man eben nicht mehr so ganz alles separat denkt, sondern versteht, wie diese Modelle und Teile zusammenhängen. Und die Zusammenhänge sind ja super komplex und nicht so straightforward. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute da an der Grenzfläche auch sich auskennen. Ja, aber das ist so die Version, die sie haben. Und die gehen sogar noch weiter. Hier soll das ganze Thema auch schon in die Schullehrpläne rein. Also die sind noch vor dem Studium. Ja. Und das ist so. Die Idee, dass man das Curriculum so umgestaltet, dass, also sagen hier auch das Spannungsverhältnis zwischen den bestehenden Studiengangsstrukturen und der Notwendigkeit, frühzeitig den größeren Zusammenhang in der Ausbildung mit einzubeziehen. Also dieses nicht nur Atmosphäre separat, nur Hydrologie separat, sondern dass man von Anfang an mitdenkt, das steht nicht alleine, sondern hängt zusammen. Ich finde das ziemlich revolutionär. Das klingt so klein, aber ich finde das revolutionär. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich das nicht in diese Detailtiefe, aber doch irgendwie am Rande mitbekommen hatte, weil zum Beispiel ein Kollege von mir, der Kommunikation beim Geoforschungszentrum macht, der Josef Zenz, der ist Pressesprecher dort, der hatte das auch irgendwie gefeiert, irgendwie auf Twitter, und hatte geschrieben, ja genau, unser Verständnis von Erdsystemwissenschaft beim Geoforschungszentrum in Potsdam. Ja, okay. Aber ich hatte diese Publikation nicht mitbekommen, aber das klingt natürlich also ist es immer super, irgendwie mal so ein Konzept zu schreiben und zu sagen, hier, wir machen da irgendwie coole Sachen, aber lass mal hier alles anders machen.
Die Frage ist natürlich, was man sich davon irgendwie erwartet und wem man anspricht, weil ich meine, wir leben halt im Föderalismus. Es ist halt irgendwie die Lehrpläne werden von den Unis, so wie ich das verstehe, selber gemacht. Das heißt, du hast irgendwie, theoretisch müsstest du mit Hunderten oder so von Unis in Deutschland, Hochschulen, da jetzt sprechen und sagen, hier Kinders, wir haben da, hier habt ihr schon unser geiles PDF gelesen. Seid ihr schon seit Seite 86 gewesen. Unsere schöne Utopie. Und genau, wir haben da diese Utopie und dann sagen die alle, ich möchte diesen Teppich, diese Platte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Ja, genau. Und dann, wie schaffst du es dann irgendwie so ein, das, weil es ist ja total zergliedert, das ist ja nichts, was du irgendwie vom BMBF oder so vorgeben könntest, so nach dem Motto, so ab morgen gilt hier Erdsystemwissenschaft und die Geologie packen wir ein und die Geophysik packen wir ein und bitte jetzt hier alles neu. Ich meine, es klingt nice, aber wie geht man sowas an? Das müssen wir die Leopoldina fragen, ganz ehrlich. Ah ja, okay. Also da, da überfragst du mich total. Ich finde es gut, dass die überhaupt so weit mal, also dass sie überhaupt das aufschreiben und so erdenken, weil ich glaube tatsächlich, dass die Struktur, wie sie jetzt ist, damit fühlen sich alle wohl und das funktioniert auch irgendwie so. Aber sie ist halt tatsächlich, wenn wir daran denken, dass diese ganzen Systeme und Sachen miteinander zu tun haben, erzeugt es sehr viel Friktion, sich immer wieder in, wenn das alles so separat passiert. Also es war schon schwierig genug, mit GeophysikerInnen gemeinsam die Lehrveranstaltung zu besuchen, man hat überhaupt nicht die gleiche Sprache gesprochen. Ja. Und als ich dann mit Hydrologie angefangen habe und im Hydrologiebereich war, dann war da auch wieder eine ganz andere Sprache und ganz andere Sachen und ich habe dann Wetterdaten ja standardisiert und auf ein Gitter gebracht und habe dann die Daten geliefert für die Hydrologie-Modellierung und sowas machen und dann die brauchen die Daten ja anders und dann spricht man wieder eine andere Sprache. Also da entsteht schon viel Friktion und dieses ich habe nichts davon mitbekommen von all diesen anderen Fachbereichen, außer über mein Nebenfach Geophysik, das ich wählen konnte. Andere haben VWL gemacht. Also das ist schon ein bisschen spät. So, also ich hätte jetzt gesagt, ich finde den Gedankenanstoß gut und ich fände es ja schon schön, wenn man es hinkriegen würde, dass irgendwie im Bachelorstudium die Leute zumindest eine Vorlesung aus einem anderen Fachgebiet besuchen müssen oder es vielleicht so eine gemeinsame, also ich habe ja auch Mathematik für PhysikerInnen gehört im ersten Semester. Da kann man doch auch das Erdsystem für MeteorologInnen nochmal so machen, so quasi, ne? Wir holen dich mal hier auf den Boden der Realität. Ja. Du kriegst ja nicht mal alle ProfessorInnen einer Fakultät, die dazu die Grundlagenkurse halten, dazu sich bei den Inhalten einig zu werden. Ja, ich kenne das Problem. Das ist ja, stimmt alles. Aber ich finde, dass man es halt überhaupt erstmal angedacht hat, finde ich gut. Ja. Und ich kann eben sagen, es gibt es in der Schweiz, funktioniert das zum Beispiel tatsächlich schon so. Da ist das, also zumindest an der ETH Zürich war das schon so, als ich dort war. Und das hat auch seinen Sinn und ich fand das irgendwie eine schöne Art, die Sachen zusammenzufassen und halt mit Blick auf Klimawandel und Herausforderungen vom Klimawandel eigentlich eine sehr kluge Idee. Ja. Was die Umsetzung angeht, da wird wahrscheinlich eher so low-levelig, wir machen gemeinsame Veranstaltungen oder tauschen Studierende untereinander aus oder bringen die mal in Projekten zusammen. Das kann ja in der Form passieren. Ich glaube nicht, dass die Hochschulen jetzt anfangen, sich komplett umzustrukturieren und eine eigene Fakultät Erdsystemwissenschaften aufmachen sofort. Also das braucht ja alles viel zu lang. Also das halte ich jetzt auch nicht für total realistisch. Tja, vielleicht noch am ehesten, wenn irgendwo was neu gegründet werden würde oder so. Oder bei Dingen, die wirklich zentraler gesteuert werden, wie solchen außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder so. Könnte man sich es am ersten noch oder vorstellen. Ja, aber spannend auch, wie du so, also wo ich die ganze Zeit dran denken musste, als du das so berichtet hast, wie du so natürlich, Disziplinen, die so parallel oder auch vernetzt, aber jedenfalls an ähnlichen Forschungsgegenständen so parallel aneinander rumforschen und wie sich das dann abbildet in den
ja, in den Ausbildungskulturen, die dann an Hochschulen stattfinden. Also ich musste insbesondere daran denken, dass du ja auch zum Beispiel je nach Disziplin auch so total unterschiedliche Dinge hast, wie du so Dinge erforscht. Also die InformatikerInnen oder so, die, wenn sie Theorie machen, dann sind das eigentlich fast eher MathematikerInnen, die so ja irgendwo mit dem Bleistift und mit dem Zettel da sitzen. Ja. Bei den PhysikerInnen hast du dann manchmal, wenn du so ins Experimentelle gehst oder so, dann hast du so diese Experimentierkultur. Bei den ChemikerInnen oder so Life Science, da geht das dann manchmal in diese Wet Labs, wo du dann halt irgendwie so Pipettchen und hier noch eine Flüssigkeit und so zusammenschütten musst. Bei den GeologInnen stelle ich es mir so vor, dass du da irgendwie auf Expedition gehst oder Exkursion gehst und irgendwie so Steine klopfst oder so. Mhm. Und allein zum Beispiel so diese Frage so, was ist ein Experiment? Was ist ein Wahrheitskriterium in deiner Wissenschaft? Und was ist so dein Ding, wie du so forschst, also so forschst du, indem du programmierst oder forschst du, indem du einfach nachdenkst und Dinge aufschreibst oder indem du halt irgendwie rausgehst und was beobachtest oder da muss ich gerade die ganze Zeit dran denken, dass da auch, ich mir das so vorstelle, dass es da, was diese Disziplingrenzen angeht, wenn man sich wirklich fragen würde, wo ist da eigentlich eine Disziplingrenze und wie grenzt sich das ab, auf was dieses Handwerk angeht, Wissenschaft zu betreiben, dass das natürlich einerseits mit dem Forschungsgegenstand zu tun hat, andererseits glaube ich aber auch mit der Art und Weise, was so das Ding ist, was man so macht beim Rumwissenschaften. Ja, wobei das glaube ich, das ein total wichtiger Punkt ist, wenn ich gerade so drüber nachdenke, also in der Meteorologie hat sich das sehr früh dann auch eingeteilt in, machst du experimentelle Meteorologie oder machst du theoretische Meteorologie? Also modellierst du oder misst du? Und das waren ja zwei sehr unterschiedliche Methodiken. Ich bin in die Theorie gegangen, ich habe immer modelliert, ich habe nie gemessen. Trotzdem vereint sich das oft auch in Arbeitsgruppen, wenn es dann um ein spezielles Thema geht. Also dann hat man zu einem speziellen Thema in der gleichen Arbeitsgruppe Leute, die experimentell arbeiten und Leute, die theoretisch arbeiten. Aber häufig hast du es auch komplett getrennt. So, ne? Also, und wenn du da vielleicht überlegst, dass bei den theoretischen Leuten, die eher in die Theorie gehen, die könnten sich über die Fächer grenzen, was so Modelle angeht und Techniken mit der Modellierung angeht, glaube ich ja sicher gut so auf einen Nenner bringen. Und ich glaube, das passt vielleicht zu dem letzten Kommentar, weil ich nur mal gerade raus. Hallo Moving Knowledge. Wenn es auch gar nicht nach den Erfordernissen entwickelt wird. Und ich glaube, das würde so ein bisschen passen zu, ja, bei Modellen, finde ich, macht das halt richtig Sinn. Also, ja, bei Systembiologie kenne ich mich leider gar nicht aus. Ich weiß nicht, Henning, du? Ich habe da mal einen Comic zu betreut, aber nein, ich kenne mich nicht wirklich aus. Ist ein Comic zur Systembiologie betreut? Ja, wer ihn findet, klar soweit, der Helmholtz Wissenschaftscomic zu Systembiologie, gerne den Link hier in den Chat droppen. Klingt gut. Ja. Ja. Genau, also das war mein heutiges Mitbringsel, weil es mich hat das interessiert, ich wollte es die ganze Zeit lesen. Sehr, sehr ergiebig, sehr unendlich und ich habe nicht die 103 Seiten gelesen, ich wollte euch nur kurz beruhigen, bitte. Abgesehen von der Länge, kein Downer wenigstens. Das stimmt. Ja. Oh, und danke für den Link, Weird Beat. Da kam noch der Link zu einem Tagesschaubericht dazu offensichtlich rein. Ja, es wurde hier im Chat, während wir hier geschnackt haben, auch noch in ganz andere Richtungen diskutiert. Also es wurden dann, was die Grenzen von wissenschaftlichen Disziplinen und wie sie angeordnet sind, irgendwie in wissenschaftlichen Institutionen wurde hier viel diskutiert, also was man in eine Fakultät stecken dürfe oder solle, war hier zwischenzeitlich mal Thema. Oder die Frage, wo die Mathematik eigentlich angesiedelt ist, eine sehr alte große Diskussion. Ja, also dann wurde natürlich noch die Frage beantwortet, SiO2 ist Sand. Genau, ich muss jetzt auch nochmal, ich hab nochmal jetzt nachgeguckt, auch nebenbei, das ist ja schwierig wirklich, du hast recht, nebenbei Dinge nachzugucken. Ja, wenn also, Lambert nicht da ist. Genau, ist total schwierig. Physik, Mathematik, Informatik war zusammen, Fakultät 08, so, also bei den Mainzern und dann Fakultät 9 ist Chemie, Pharmazie, Geografie und Geowissenschaften. Also da hat man da schon eine
eine Auseinandersplitterung. Die Geografie und Geowissenschaften und die Physik sind da schon nicht mehr zusammen. Meine Güte. Faszinierend. Jetzt muss man nur mal nachgucken, welche Institute da alle unten drunter hängen. Das ist ja alles so komplizierte Strukturen. Schlimm. Ja, ich finde das wirklich manchmal ein wenig schwierig. Aber genau, also unter Physik findest du auf jeden Fall Institut für Physik, Kernphysik, Physik der Atmosphäre, Mathematik und Informatik. Die waren zusammen. Oh, du hast auch in Mainz studiert. Hallo, Moving Knowledge. Ich auch. Und in der anderen Fakultät hast du dann eben diese Chemie, Pharmazie, Geografie, die verschiedenen Arten von Geografie und die Geowissenschaften. Guck mal gerade, ist die Professorin eigentlich noch da? Nein. Sowas. Claudia, jedenfalls, Melanie kommt überhaupt nicht drüber hinweg. Sie will dein Shirt haben. Ich weiß nicht, ob sie dein Shirt haben will, das, was du anhast, oder ob sie ein anderes kaufen will. Melanie und ich könnten Kleider swappen. Aber gut, das klärt ihr dann nach der Sendung. Du bestellst es demnächst. Gibt es das noch? Melli, gibt es das noch? Ich möchte ein neues. Na komm, dann machen wir doch hier eine Gruppenbestellung. Ich nehme auch eins. Möchte noch jemand ein Metadata-Shirt? Nächstes Mal singen wir Metadata. Genau. Metadata. Dim, 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 dim. Ja. So, gut. Also das war's. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass wir ein ganz, ganz großes Problem haben. Es gibt niemanden, den wir raiden können. Nein. Es gibt keine Möglichkeit, einen Termin festzulegen. Ach, das ist ja schlimm, stimmt. Niemand ist nicht da. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten ja irgendwie ganz anarchistisch mal einen Termin ohne Lambert. Das ist die Urlaubszeit, das geht doch schief. Guck mal, 1. September ist ein Donnerstag. Oh, aber dann will ich so einen Dinosaurier, der nebendran steht und rawr, sagt. Da bin ich voll, Entschuldigung, dabei. Warte, du wolltest den 1. 1. September, ist das denn noch Urlaubszeit, 1. September? Nee. Also am 1. September bin ich im Urlaub. Also ich mache Urlaub, wenn sonst niemand. Ja, dann ist das ja schon mal gecancelt. Genau, da bin ich nicht da. Die Woche drauf habe ich zwar noch Urlaub, bin aber wieder hier zu Hause und würde Forschungsstrom machen. Ja, also wenn du noch mehr Urlaub haben willst, würde ich dir noch einen Urlaub genehmigen am 8. September. Aber wir können auch den 8. erstmal festhalten. Und dann lass uns doch mal den 8. festhalten und wir versuchen, Lambert dazu zu überzeugen, dass das eine total gute Idee ist. Und wenn nicht, dann sagen wir euch Bescheid. Ja. Also dann sei hiermit verkündet, der 8. September als neuer Termin für den Donnerstagabend. Oh mein Gott, ein Double-Clicks-Fan. Oh, Velociraptor. Entschuldigung, das ist meine Lieblingsband. Und das ist eins der Lieder. Ich schick dir mal ein Lied. Hier ist sogar der Link zum Shirt anscheinend. Das war nicht die Seite, wo ich es ursprünglich her hatte, aber das ist auch völlig okay. Achso, ja, hier ist natürlich noch gedroppt, also genau. Lambert hat ja noch sein Open Science Festival, das hatte er schon angekündigt. Genau, wenn das am 30. und 31. ist, dann ist vielleicht ganz gut, wenn wir am 1. nicht gleich senden. Oh, stimmt, wenn wir am 1. nicht senden, das ist eine gute Idee. Umso besser, dass du da Urlaub hast. Ja, aber es war auch nicht Spreadshirt, Melli, da bestelle ich ja auch nie. Es war wo ganz anders. Es war 3D Supply. Ich glaube, die Webseite gibt es gar nicht mehr. okay, ich sehe noch einen Shoutout für den Tag der Neugier. Aha, Weird Beat. Das klingt Jülich. Genau, das Forschungszentrum Jülich hat am 20.08. einen Tag der offenen Tür, von dem ich versuche hinzugehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ich arbeite so viel im Moment. Ich habe ja nicht mal mehr methodisch inkorrekt zu hören. Wie soll ich denn dann halbtags auf dem Spaziergang zum FZJ kannst du das hören. Da laufe ich eine Stunde, anderthalb bestimmt hin. Ja, dann schaffst du auch die Folge im 1,7-fach. Liest du meine Hausarbeitenkorrektur in der Zeit? Können das die StudentInnen nicht selber machen? Anarchie an der TH Köln. Ja. Allerdings ist ja am 21.08. Oh, ich ziehe es zurück, es ist der Sonntag. Es ist der Sonntag, dann ist es tatsächlich der 21. Du hast recht, es ist Sonntag der 21. Am 20. bin ich ja auch unterwegs. Da ist ja auch das Barcamp. Ne? Genau.
So, jetzt haben wir euch hier mit Terminen und Shoutouts haben wir euch. So, und jetzt gucke ich nach jemandem zu raiden. So. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir jemanden finden. Oder hat jemand von unseren Zuschauenden vielleicht Wünsche? Das ist ja auch immer willkommen, ne? Also wenn da noch irgendwie was ist, habt ihr Wünsche und Vorstellungen? Jetzt muss ich erstmal wieder suchen. Ich suche mal wieder in Wissenschaft und Technik, ne? Ansonsten schon mal vielen Dank an den lieben Chat, dass ihr mit dabei wart. Das war heute wieder sehr, sehr schön interaktiv mit euch. Das stimmt. Wir konnten ein bisschen, wir versuchen ein bisschen kurz zwischendrin abzuschalten. Okay, ja. Es gibt einige Kanäle, die gerade irgendwas mit Wissenschaft machen. Ich bin nur ein bisschen überfordert. Wir bauen eine pinke Ukulele zusammen unter Wissenschaft und Technik. Ja, okay. Akustik könnte das ja beinhalten. Also ich sehe da auf jeden Fall, glaube ich, wird er gelötet? Nee, der lötet dann eine Ukulele. Ja, also ich würde sagen, wir gucken uns mal eine Ukulele an, oder? Ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen, also Holzarbeiten. Es gibt ja auch noch 3D-Druck, da wird ein Moving Head repariert. Also Ukulele klingt spannend, würde ich auch so sagen. Ich würde auch sagen, lass uns mal zu Ukulele gehen, eine pinke Ukulele, die gelötet wird. Das fasziniert mich jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen. Also, wenn ihr noch Lust habt, dahin mitzukommen, dann kommt gerne dahin mit, eine EU-Kulide. Und bis dahin sehen wir uns dann hoffentlich am 8. September. Ne? Also, würde ich sagen. Und ja, dann wieder zu dritt. Stimmt, Lambert, du hast gefehlt. Ne? So. Einen schönen Abend noch. So. Jetzt aber. Tschüss. Richtig rum. Und bis bald. Tschüss.